Servus Leute, hier ist wieder Boompower und guten Morgen zu dieser kleinen Morgensession von Empire Total War. Ja, bei mir hat es ungefähr 9:30 morgens und jetzt bin ich endlich mal wieder fit. Ja, tut mir leid, dass die letzten beiden Tage nichts kam, wegen diesem Fitsein und so weiter. Ich weiß auch nicht, ich habe kaum geschlafen die letzten Ferientage, also da war irgendwas definitiv faul. Moment, jetzt muss ich kurz nochmal hier. Sorry. Schlecht vorbereitet. Ich muss das ganze Mikro und so weiter erstmal noch vorbereiten wieder. So, aber das allererste, was ich jetzt erstmal mache, was mir nämlich jetzt gewaltig auf den Sack geht. So, Leute. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen langweiliger, weil keine Hintergrundmusik läuft, aber ein Vorteil hat es, ihr müsst euch die Werbung am Anfang nicht mehr reinziehen, weil gelegentlich wollen sie nämlich hier andauernd hier Drittanbieter-Scheiß und so weiter, dass ich das bestätigen soll, weil dann kommt nämlich Werbung, ohne dass ich auch nur einen Cent dran verdiene, weil ich einfach die Musik im Hintergrund angelassen hat und tut mir leid, das mache ich nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, legen wir erstmal los, denn das sind definitiv gute Voraussetzungen, die wir in diesem Kampf haben werden. Ja, jetzt kommt nämlich gar nichts mehr. Das ist so ungewohnt, selbst für mich auch. Ich habe immer Empire mit Musik gespielt, aber da ich ja nur noch Empire so spiele, wenn ich aufnehme, ist das, naja, jetzt doch ein wenig seltsam. Und, naja, ihr kennt ja bestimmt, es kennen bestimmt einige von euch die Seite Incompatch. Es gibt auch sicherlich andere Webseiten, die GEMA-freie Musik anbieten. Diese ist halt eine davon, wenn nicht sogar einer der größten. Und da hole ich halt auch gelegentlich immer so ein paar Soundtracks, aber dort eine Playlist zusammenstellen, ist nahezu unmöglich. Vielleicht geht die maximal, keine Ahnung, eine halbe Stunde maximal. Wenn nicht sogar, kriege ich gar nichts zusammen. Naja, gut. Jetzt schauen wir erst einmal. Also das ist schon mal kacke, dass hier ein Dorf ist, weil da kann ich nämlich dann hier so schön was durchlegen, leider, oder? Der Bereich ist gar nicht groß genug, um alles zu legen. Ist ja behindert. So. Aber wisst ihr was, dann mache ich das gleich ganz anders. So, wähle ich nochmal alle aus, stelle ich weiter in einer Reihe auf. Die Kürassiere dürfen sich alle mal in Raute aufstellen und hier hinten rein vor Le General und ja, das passt. So, und jetzt verteilt ihr euch auf die Art und Weise manuell. Hoppala. Vielleicht ein bisschen mehr quer, denn da kommen dann doch schon ein paar mehr Truppen. Und ihr dürft mal das Ganze ein bisschen vorspulen. Wunderbarski. Ach, geht es jetzt durchs Haus dadurch? Oh. Was ist... Ah ja, gut, okay, passt. Haben sie schon richtig gemacht. Sehr gut. Na, die sind noch alle aktiv. Sehr, sehr gut. Das ist echt so ungewohnt. Jo, guten Tag, ihr Gegner. Aber jetzt hört man mehr Pferdegeflüster. Naja, eher Vian. Nein, nein. Ja. Oh. Kaum bewege ich mich schon. Sehen die das als Angriff, oder was? Ja, jetzt sind die natürlich nicht in einer Linie gestellt. Das ist natürlich richtig komisch. Aber naja, gut. Jetzt lauft erstmal drauf zu. Ja, besonders die hier, die stehen ein bisschen scheiße. Aber nur ganz geringfügig. Und... Nein, 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 fuck, die schaffen's rein! Mist. Was ist denn das da? Ach, das ist auch noch eine Infanterie. Okay, die wollen natürlich auch ein bisschen Stress. Komm, darf da ruhig der General dabei sein. Schade. Nein. Ja. Jetzt das Ganze noch ein wenig zurück. Und jetzt los. In einer Linie bewegen wir uns vor. Was machen die jetzt? Ach, die drehen sich. Oh, okay. Interessante Taktik.
Moment, das heißt, die Linie wird jetzt so verlaufen. Oder auch nicht. Es spielt mir eigentlich voll in die Karten. So kann ich jetzt nach und nach mit meiner Linie vor und dann. Schade. Haben sie es doch gepeilt. Oh! Boah, Mann, sind die blöd. Wieso schießen die nicht mit der Artillerie? Ich kann froh sein, dass die so blöd sind. Okay, ja, ihr geht. Meinen, sind wir hier auf dem Kaffeekränzchen oder so? Also gefühlt bei euch schon. Hier. Nein, so, genau. Ich hätte auch einfach nach vorne drücken können und dann Tempo, aber. Wäre viel, viel zu einfach. Man muss alles kompliziert machen. Alles schön kompliziert. Wer in dieser armseligen Bude hausen musste damals. Naja, wobei, für damalige Verhältnisse ist war ein Dach über dem Kopf, also. Damals sogar ein Kamin. Was? Achso, hätte gedacht schon. Trommelwirbel heißt Angriff. Okay, ja, Oh, da kommen aber ein bisschen arg viele auf eine Seite. Doch nicht alle auf eine, dann kümmert ihr euch ja gar nicht um die! Ihr Schwachmaten! Ihr seid so Schwachmaten! Los! Zum Teufel mit euch! Ja, jetzt stehen die an der Seite und werden von der Seite hin angegriffen. Wunderbar. Ist mir scheißegal, ganz ehrlich, die haben doch eh keine Chance. Da, die flüchten jetzt schon wieder. Und die. Die Pferde haben nur Angriffsbonus, mehr nicht. Mehr können die nicht. So, jetzt erstmal nach vorne. Ach, deswegen gehen sie jetzt auch wieder raus. Und gehen dann wieder rein. Schießt du einfach ab, komm. Ja, ihr habt den Befehl. Ihr dürft. Wow, jetzt schießt auch mal endlich die. Meine Fresse, jetzt schießt aber auch endlich mal die Artillerie von denen. Jetzt machen die es auch endlich mal klug. Ich kümmere mich hier aber rein darum, weil, ganz ehrlich, die Stärke dieser britischen Armee lag ganz klar darin, in den Pferden. Den Blitzangriff und so weiter auszuführen. Jetzt komm, schnell, schieß den noch einmal hinterher, dann war's das. Oh, Schwachmaten, ey. Hey, ihr. Ah! Falsch! Falsch! So. Laufschritt. So, ihr da. Ah! Pfui! Nein! Scheiße! Aus, aus, nein, nein, nein! Okay, nein, nicht sehr klug. Was? Wieso steht. Was? Da oben steht auch eine? Ah! Die haben ja zwei! Das wusste ich ja bislang gar nicht. Dann aber flugs nach vorne hier in den Nahkampf. Los, 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 los! Ah, ihr da nicht. Ihr könnt euch da fein raushalten. Ah, fuck. Muss ich die da so hinstellen? So. Weiter nach vorne. So. Dann drehen. Fuck off! Hallo? Schwachmaten! Rein mit euch! Boah. Hätte schon gedacht hier jetzt. Jetzt ticke ich aber aus. Huje schon, aber egal. Sehr schön. Da unten stehen ein paar Truppen einfach. Oh, oh, oh. Ja, die dürfen mal wieder jagen. Weil die sind wieder zurück. Ja, die dürfen einfach weiter feuern. Das geht natürlich eigentlich auch nicht. Los, 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 los. Ja, ihr dürft. Naja, gut, okay, das sind noch nicht alle da. Hey, 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 mein Freund hier. So geht es ja mal gar nicht, ne? Komm, komm, komm. Scheiße. Geht nicht weit genug. Dann lenkst du mal ab.
Du kümmerst dich mal um die Artillerie, dass die ausgeschalten wird. Ah, die draußen stehen einfach dumm rum. Sehr schön. So liebe ich das. Oh, da ist sogar eine Leibwache, oder was? Aber das scheint der General dabei zu sein, auf jeden Fall. So, jetzt nach vorne. Komm schon. Komm, komm, komm. Ist natürlich sehr intelligent, einfach meine Einheiten da stehen zu lassen und sie nicht zu bewegen. Das ist definitiv ein sehr intelligenter Streich. Hoppala. Ja, die Pferde laufen auch einfach so blöd durch die Gegend von denen. Liebe es, wenn die Gegner-KI einfach dumm ist. Es ist so schön einfach. Zwar keine wirkliche Herausforderung. Viele sagen ja, Spiele sollen Herausforderungen. Ich finde, es soll Spaß machen. Und wenn die Herausforderung für mich zu groß ist, dann macht es mir auch einfach keinen Spaß. Da spiele ich lieber ein zu einfaches als ein zu hartes Spiel. Vielleicht bin ich da ein bisschen auf... Ja, ist das ein bisschen seltsam, weil ich nicht unbedingt in der Mehrheit bin, was das betrifft. Aber, naja. Meine Meinung. Okay, ja. Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Sehr schön. So, die Pferde machen gut den Job. Ja, geben die jetzt vielleicht langsam mal auf. Wir sind zahlenmäßig so dermaßen überlegen. So, die dürfen jetzt auch abbrechen. Genug Arbeit. So. Sehr geil. Passt. Gewonnen! War ja auch jetzt so schwer. Aber ich muss sagen, bei Empire, wenn ich auf Hard stelle, dann geht es nochmal doppelt hoch. Also nicht nur, dass die Gegner-KI besser wird, sondern dann habe ich auch irgendwo so das Gefühl, als ob meine KI, also der von meiner Truppen, auch nochmal nach unten gestuft wird. Ah, jetzt muss ich den Soundtrack bilden. Jetzt muss ich den Soundtrack nachmachen, nachdem ich ihn ausgemacht habe. Was? Da konnten welche überleben. Ach, nur Pferde. Oh, 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 die kann ich gleich noch jagen. Nice. Gleich in die nächste Schlacht. Und, ach, ganz ehrlich, die simuliere ich. Was? 61 Verluste. Das geht ja mal gar nicht. Ja, die stehen kurz vor England. Da ist alles safe. Und die hier, die tue ich mal re-rekrutieren. Hier ist alles gesichert, gesichert, passt. Ja, scheiß Protestanten, juckt mir nicht. In zwei Runden ist... Was sind da fertig? In zwei Runden. Wo ist denn das nächste Dorf? Da ist eine Straße, da ist ein Dorf, da ist ein Dorf. Wo ist denn noch ein Ach, da! Moment, ist das jetzt... Ah, das ist ein Dorf, kein Hafen. Hafen wäre, glaube ich, anders, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Könnte auch ein Hafen sein. Egal. Hatten wir noch irgendwas? Weil ich habe nämlich die letzten Folgen gar nicht so richtig angeguckt und so weiter, also... Ja. Leichte Infanterie. Ah, genau, wir wollten ja da so eine schöne Einheit, so eine schöne Armee hier bilden. Da kann ich eine schon wieder abrücken. Stimmt ja, wir sind ja auch mit Spanien im Krieg, mit diesen Lappen. Ja, die Spanier, das sind solche Brocken. Besonders, weil hier natürlich eine Galeone-Scheiße da steht. Das ist richtig behindert. Also mit Schiffen brauche ich da gar nicht mal durchfahren. Aber selbst... Ah, fuck, meine Handelsrouten... egal. Ich gehe ja kaum auf Handelsrouten. Also, nur wenig. Meine Wirtschaft ist stark genug dafür. Alter Schwede, ey. Was ist nur aus dem Preußen geworden? Was ist nur aus dem Preußen geworden? Schweden ist da oben. Ja, Moment, 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 Moment. Die da oben? Island, genau. Wir wollten auch die Isländer ganz kurz für uns gewinnen. Na komm, wo? Wo sind's denn? Ah ja, nee, das kann ich dann mit... Theoretisch kann ich das eigentlich sogar mit denen machen. Ja, gute Idee. Ab in den Trockendock.
Und ihr habt das? Sehr schön. Wann fahrt ihr dahin? Oh fuck, die wurden gar nicht repariert. Wieso habe ich die nicht repariert, zum Teufel? Mann! Ich und meine Intelligenz. Schiffsbefehle. Rauf mit euch. Und auf nach Island. Was laberst du? Ich hab da nur irgendwie blablabla und irgendwas mit Schiffskuh verstanden. Schiffskuh? Naja, egal. Die Schiffskuh seht ihr auch in der nächsten Folge wieder, denn die Folge ist vorbei und ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Verdammt, falscher Knopf. Mist, egal. Mann, halt jetzt.